das, was ich jetzt in dem Vortrag, in dem ersten Teil kurz zusammenfasse, bin ich dabei, das als Buch herauszubringen. Das wird vermutlich so aussehen, das Cover. Das Buch ist schon zur Hälfte fertig. Ich werde es vermutlich einfach selber auch verlegen, aber das ist noch nicht ganz sicher. Ich möchte den Ball ganz flach halten und möglichst wenig Aufwand treiben. Und zwar geht es um die Auswertung einer, kann man das lesen? Ja, die Auswertung einer großen Studie. Die Studie heißt KICS, Kinder- und Jugendgesundheitsstudie. Das war irgend so eine Abkürzung ursprünglich mal. Der Titel hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Es ist eine Studie vom Robert-Koch-Institut, also von unserer obersten Gesundheitsbehörde, die für Infektionskrankheiten zuständig ist, zum Beispiel eben von dem Robert-Koch-Institut durchgeführt. Und zwar in Deutschland mit deutschen Kindern und Jugendlichen. Die sogenannte Basisstudie lief von Mai 2003 bis Mai 2006. Insgesamt waren es fast 18.000 Teilnehmer in dieser Studie. Pro Proband, pro Teilnehmer lagen am Ende ca. 1.500 Werte vor, also entweder Laborwerte, Blutwerte und so weiter, Messwerte oder auch Antworten auf Fragen. Und die Studie wurde an 167 Studienorten durchgeführt. Das heißt, das Robert-Koch-Institut hat für diese Stichprobenstudie zunächst 167 Studienorte zufällig ausgewählt in Deutschland und dann innerhalb dieser Studienorte eben versucht, genügend Teilnehmer zu gewinnen. Diese Auswertung dieser ersten Basisstudie, die im Mai 2006 abgeschlossen war, und diese Auswertung wurde dann im Mai, Juni 2007 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht. Es waren insgesamt, es war ein Doppelheft, waren 382 Seiten mit 43 Fachartikeln. Und in diesen ganzen 382 Seiten fand sich kein einziger Satz zu den Auswirkungen von Impfungen auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Das ist eigentlich eine Vollkatastrophe, weil alle Werte in der Studie abgefragt wurden, sodass man hier hätte Rückschlüsse ziehen können. In den Rohdaten waren sowohl der Impfstatus erfasst, also ganz genau, welches Kind hat welche Impfungen wann bekommen, und auch zum Beispiel alle akuten und chronischen Krankheiten abgefragt. Es gab ein ausführliches Ärzteinterview, welche Allergien hat das Kind, welche Entwicklungsstörungen liegen vor und so weiter. Das heißt, die Daten wären eigentlich sehr gut geeignet gewesen und wir sind eigentlich auch alle davon ausgegangen, dass dieser Vorwurf, dass Impfungen unter anderem zum Beispiel für die Zunahme der Allergien verantwortlich sind, dass dieser Vorwurf hier auf Basis dieser Studie durchleuchtet wird. Der Hans Tolzin hat sogar bis vor die Gerichte Anfragen gestellt bezüglich dieser Auswertungen und wurde als immer vertröstet. Wir sind aber alle davon ausgegangen, dass dieser Zusammenhang von Impfungen und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen beleuchtet wird, und es ist nicht passiert. Ich muss jetzt ab und zu auch so ganz kleine Ausflüge, die vielleicht ein bisschen trocken sind, in die Statistik machen, aber ich versuche es wirklich so allgemeinverständlich zu machen, wie es irgend geht, weil das ist sehr, sehr wichtig jetzt auch für den weiteren Vortrag und für die Erkenntnisse daraus. Und zwar möchte ich ganz kurz erklären, was eine Stichprobenstudie ist. Man kann ja in den allermeisten Fällen, das ist jetzt ganz egal, ob es um solche Studien geht oder ob es um Impfstudien, Zulassungsstudien geht, man kann eigentlich fast nie Vollerhebungen machen. Das heißt, es wäre viel zu teuer und auch überhaupt nicht durchführbar, die gesamte Bevölkerung, alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu fragen. Und da gibt es in der Statistik eben das Mittel der Stichprobe. Ganz wichtig ist es natürlich, dass die Zusammensetzung der Stichprobe völlig identisch zur Zusammensetzung der gesamten Population ist. Also, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Wenn man das gewährleistet, dann kann man guten Gewissens die
Daten, die man aus dieser Stichprobe gewonnen hat, hochrechnen und verallgemeinern auf die Gesamtbevölkerung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass bei der Auswahl der Stichprobe völlig zufällig vorgegangen wird, also dass man eine genügend große Zahl an Probanden rein nach dem Zufallsprinzip auswählt und dass man also weder bei der Auswahl und noch später bei der Teilnahme Verzerrungen hat, weil wenn da Verzerrungen in der Stichprobe da sind, und dann darf ich die daraus gewonnenen Erkenntnisse natürlich nicht hochrechnen auf die allgemeine Bevölkerung. Wie schwierig das ist, habe ich jetzt an diesem ganz einfachen Beispiel gezeigt. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Merkmale sozusagen, also gelbe Kreise, rote Herzchen und blaue Sternchen. Das wären jetzt eben drei verschiedene Merkmale, die ich halt untersuchen, also möchte ich die Eigenschaft, Farbe und Form untersuchen in der Stichprobenstudie. Wenn ich jetzt hier zufällig diese Auswahl treffe, dann entspricht die Zusammensetzung der Stichprobe sehr genau der Zusammensetzung der gesamten Population und ich darf hochrechnen, guten Gewissens hochrechnen. Wenn ich hingegen aus Versehen diese Auswahl treffe, dann habe ich ja jetzt, sieht man visuell ganz gut, nur ein gelbes und fünf rote. Das heißt, die sind nicht mehr genauso verteilt, wie es in der Bevölkerung vorliegt und deswegen habe ich bei der Stichprobenauswahl bereits einen Fehler gemacht. Ja, das ist einer der ersten Fehler in der Statistik und diesen Fehler kann man natürlich auch nicht wieder gut machen. Bei der Studie, bei dieser KICKS-Studie, gibt es noch ein weiteres Problem. Wir haben, wenn ich jetzt die Geimpften und die Ungeimpften untersuchen möchte, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Gruppenstärken, was ein großes statistisches Problem ist. Das heißt, wir haben in der Bevölkerung ja nur sehr wenige Prozent an wirklich ungeimpften Kindern und die überwiegende Mehrzahl der Leute sind geimpft. Also setzt sich die Bevölkerung eher so zusammen, also die roten Herzchen wären jetzt die ungeimpften Kinder, die sind eben sehr selten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler bei der Stichprobenziehung zu machen, steigt enorm, wenn man so ungleiche Gruppenstärken hat. Das ist ein großes Problem in der Statistik. Um diese Fehlerquote zu beziffern, gibt es in der Statistik den Begriff der Signifikanz. Und zwar ist mit der Signifikanz ein bestimmter Fehler gemeint, nämlich, dass man bei den Auswertungen nicht entdeckt, dass in Wahrheit kein Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften vorhanden ist. Das nennt man Fehler erster Art in der Statistik. Und diesen Fehler, wenn ich den jetzt mache, das möchte ich natürlich nicht. Ich würde dann unzulässig was behaupten, was nicht stimmt. Und wenn die Wahrscheinlichkeit für diesen Fehler, dass ich einen nicht vorhandenen Unterschied nicht entdecke, wenn diese Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Fehler mache, unter 5% sinkt, dann darf man von Signifikanz sprechen. Es ist allgemein so, dass in solchen Stichproben, Zusammensetzungen, wie es bei der KICKS-Studie ist, sehr, sehr schwierig ist, eine Signifikanz zu bekommen, weil die Gruppenstärken so verschieden sind. Auf der anderen Seite heißt, wenn keine Signifikanz vorliegt, also wenn dieses Qualitätsmerkmal für die Fehlerwahrscheinlichkeit, wenn die nicht da ist, dann ist es dennoch natürlich kein Beweis für die Falschheit der Ausgangshypothese, nämlich dass Impfungen schaden. Andersrum genauso wenig. Also wenn Signifikanz vorhanden ist, hat man ja immer noch ein Restrisiko, doch einen Fehler gemacht zu haben. Das heißt, auch wenn ich keine Signifikanz habe, ist es kein Beweis, dass die Ausgangshypothese nicht doch richtig ist. Das ist das Problem, was man in der Statistik hat. Und wie gesagt, die Signifikanz ist in der Studie schon allein deswegen ein statistisches Problem oder eine Herausforderung, nennen wir es mal lieber so, weil die Gruppenstärken so extrem verschieden waren. Außerdem gibt es in den Studiendaten noch weitere Probleme, nämlich 38% der
ursprünglich zufällig ausgewählten Probanden haben die Teilnahme verweigert. Das allein, da könnte schon eine mögliche Verzerrung verursachen, weil natürlich vermutlich Kinder und Jugendliche und Eltern aus sehr kritisch denkenden Familien eher nicht an solchen staatlichen Studien teilnehmen.